Ein solcher Problemstellungen stellt sich auch eine ganz tiefe Frage, die mit unserem Menschsein zu tun hat und zu der wir als Kinder etwas ganz Zentrales beizutragen haben. Was ist eigentlich gelingendes Leben? Was ist eigentlich Glück? Wofür lohnt es sich zu leben? Ist es das Materielle? Ist es eine bestimmte Form von Wohlstand? Oder ist es vielleicht das Gefühl, nicht gegen den Rest der Welt zu leben, sondern mit dem Rest der Welt zu leben? Vielleicht auch in kleineren Dingen, die den Genuss zu erleben, um ihn umso mehr zu erleben, weil man weiß, dass auch andere Menschen Anteil haben können an solchen schönen Dingen des Lebens. Ich glaube nicht, dass die Askese der Zielgruppe des christlichen Glaubens, sich an den schönen Dingen des Lebens zu freuen, auch an den materiellen Dingen des Lebens zu freuen, ist nichts Böses, nichts Negatives, nichts Moralisches. Das einzige Problem besteht da, wenn nur einige gegen diese Genuss kommen, andere davon ausgeschlossen werden. Das ist der Hintergrund, vor dem wir heute die Frage der Gerechtigkeit stellen. Ich will mal an einem Beispiel Ihnen sagen, welche Aspekte da eine Rolle spielen und warum Menschen so unterschiedliche Antworten auf die Frage geben, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Dieses Beispiel stammt aus einer philosophischen Theorie, eines amerikanischen Philosophen Robert Lozick. Der hat in dem Beispiel einen amerikanischen Basketballspieler, Wilt Chamberlain heißt er, berühmter Mann, jeder Amerikaner, der ein gewisses Alter kennt, diesen Mythos Wilt Chamberlain im Basketball. Ich transferiere dieses Beispiel immer nach Deutschland, nehme jetzt mal Manuel Neuer als Torwart der deutschen Nationalmannschaft. Als würde ich es von Jonathan Wilt Chamberlain, damit man es auch verstehen kann. Und sagen wir mal folgende hypothetische Geschichte. Manuel Neuer hat also verschiedene Elfmeter in einem entscheidenden Spiel gehalten und hat dazu beigetragen, dass sein Team, ob es jetzt der FC Bayern ist oder die Nationalmannschaft, zum Erfolg geführt worden ist. Alle sind begeistert, alle wollen Manuel im Tor sehen. Der FC Bayern sagt, bei der neuen Vertragsverhandlung, wie macht es aus, dass du ein bestimmtes Gehalt kriegst und jeder Besucher des Bayernstadions, der Allianz Arena, wird, wenn er den Eintritt bezahlt, noch 50 Cent in einen extra Kasten legen, nur für dich, weil du sogar der Magnet bist. Das, was da drin ist, darfst du dann behalten. Jetzt hat Manuel Neuer am Ende des Jahres sein auch nicht ganz bescheidenes normales Gehalt. Der hat dann, sagen wir mal, eine halbe Million Euro noch dazu von diesen 50 Cent Stücken, die da im Kasten liegen. Jetzt ist die Frage, und dann kommt der Staat und nimmt es ein Teil davon eben wieder weg durch die Steuern. Jetzt ist die Frage, ist es gerecht oder ist es ungerecht? Da gibt es zwei, wir wissen es alle, sehr unterschiedliche Antworten. Man könnte sagen, es ist ungerecht, denn dieses Ergebnis in der Verteilungsstruktur, was nach diesem Jahr, wo man wirklich was gemacht hat, entstanden ist, ist durch freie Entscheidungen zustande gekommen. Die Menschen, die in dieses Stadion gegangen sind, haben nämlich diese 50 Cent völlig freiwillig eingestellt. Die hätten ihnen den Geld auch als Essen geben können. Sie haben sich aber entschieden, ins Stadion zu gehen und Manuel Neuer zu sein. Und damit diese 50 Cent oder vielleicht ist es auch ein Euro, wenn die Frau auch oder der Mann auch dabei ist. Also ein Resultat freier Entscheidungen. Man könnte sagen, es gibt überhaupt keinen Grund der Welt, ein Ergebnis, ein Verteilungsergebnis jetzt staatlich korrigieren zu wollen, was einfach nur die Summe lauter freier Entscheidungen war. Hat was Bestätigtes, diese Argumentation. Und Sie kennen diese Argumentation auch aus den politischen Debatten. Man kann es aber auch ganz anders handeln und kann sagen, jeder Mensch, der Teil hat am gesellschaftlichen Leben hier in Deutschland, hat auch die Verpflichtung für das Gemeinwohl beizutragen. Also ist eben die Freiheit nicht das einzige Kriterium der persönlichen Freiheit, sondern Freiheit heißt immer auch Verantwortung für die Gemeinschaft. Und deswegen ist es auch legitim, dass der Staat einen bestimmten Teil des Einkommens, bei dem man dann schreiben kann, für bestimmte Leistungen hinzunehmen, die über den Minimalstaat, für den wir auch sagen, das ist in Ordnung, Polizei und so weiter, das braucht
auch jeder, auch der Reiche, auch Manuel Neuer, auch die Polizei. Also, es ist legitim, würde die Verteidigung sozusagen über diesen Minimalstaat hinaus eben auch Steuern einfizieren, um Menschen in Not zu helfen oder ihnen Chancen zu eröffnen, dass sie vielleicht irgendwann selbstständig werden können. Das sind die beiden ganz unterschiedlichen Antworten auf die gleiche Frage. Und man sieht schon, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, dass ganz offensichtlich die unterschiedlichen Faktoren, die in unser Gerechtigkeitsverständnis einfließen, in ganz unterschiedlicher Weise gewichtet werden. Also die Leistung könnte man jetzt hier nehmen. Ganz bestimmt ein Teil unseres individuellen Gerechtigkeitsverständnisses. Wenn einer nichts leistet, auch vielleicht nichts leisten will und trotzdem genauso gut wie der andere, haben wir intuitiv ein Gegengefühl. Das Beispiel von den Arbeitern in Weinberg in Matthäus 20 ist ein biblisches Beispiel, wenn die Menschen die Ruhe beginnen, wenn man sowas macht. Die Leistung also. Dann die persönliche Freiheit im Umgang mit dem jeweiligen Eigentum. Ist sicher ein Faktor. Dann aber auch das Stichwort Bedarf. Ins Gerechtigkeitsverständnis kommt in der Regel in irgendeiner Form in die auch die Frage ein, des Bedarfs. Also ob Menschen etwas brauchen. Die Menschen, die Not sind, also dringenden Bedarf haben, sagen viele Menschen, die meisten, ja, das ist schon auch wichtig und gerecht, dass die irgendwie auch dass die irgendwie Unterstützung bekommen. Die soziale Verpflichtung fließt ein. Und dann sicher auch die Frage, wie man mit dem Stichwort Gleichheit umgeht. Hat Gleichheit einen grundsätzlichen Stellenwert? Hat sie den absoluten Stellenwert? Dann käme man bei bestimmten sozialistischen oder kommunistischen Theorien an. Oder ist die Gleichheit in Abwägung gegenüber anderen Faktoren? Also man merkt, in diesem Gerechtigkeitsbegriff steckt eine ganze Menge an Faktoren, die man unterschiedlich